Sie sieht wie ein Model oder eine internationale Fashion-Bloggerin aus. Ihre langen Haare sind ihr Markenzeichen. Darum sagt man ihr auch Rapunzel. Sie kommt aus Spreitenbach und ist seit dem 10. März die Schönste in der Schweiz. Ich sage herzlich willkommen, Justina Dorin Riederer. Seit dem 10. März die Schönste von der Schweiz. Wie tönt das? Hoi, Claudia. Ich freue mich sehr, da zu sein. Es klingt unglaublich. Es ist immer noch ein bisschen unrealistisch, wenn ich darüber nachdenke, dass ich die Krone gewonnen habe. Aber ein wunderschönes Gefühl. Du hast auch gerade, glaube ich, heute oder gestern auf Facebook und auf Insta gepostet, dass du jetzt in 2 Monaten schon das Amt ausübst. Wenn du zurückschaust auf die 2 Monate, wie waren die für dich? Wie hast du die erlebt? Es ist tatsächlich sehr schnell umgegangen, weil ich habe wirklich einen Termin nach dem anderen und die Zeit vergeht wie im Flug. Mhm. Es ist stressig, aber es ist wunderschöner Stress. Also es ist etwas ganz anderes, als ich vorher gemacht habe. Meine Tage waren immer so ein bisschen die gleichen gewesen, im Laden stehen, Kleider auspacken. Und jetzt ist wirklich immer etwas anderes und es macht mega Spass. Du warst vorher Detailhandelsfachfrau in einem Fashionladen, oder? Genau, gehört. Genau. Da ist natürlich ein 8-to-5-Job, oder? Wo man immer einmal wieder das Gleiche macht. Das ist jetzt komplett anders. Was war denn das Highlight in diesen 2 Monaten für dich? Ich glaube, ich kann mich gar nicht für etwas entscheiden. Aber was sicher schön ist, ist, dass man so viele neue Leute kennenlernt, auch tolle Leute kennenlernt, die man zum Beispiel vom Fernsehen kennt hat. Und auf einmal stehen sie vor einem und man kann mit ihnen reden. Und das ist wirklich toll. Tolle Erfahrung. Die tolle Erfahrung war natürlich auch die Wahlnacht, ja, sich eben all das ereignet hat, was du jetzt erleben darfst. Und der Moment, wo Patrick Hässig verkündet hat, dass du nämlich die Schönste bist, die schauen wir uns doch noch mal schnell an. Miss Schweiz 2018 heisst Justina Dorin Riederer. Ist das für dich, wenn du den Moment noch einmal siehst? Immer noch sehr unrealistisch. Das ist wie ein Video, das ich sehe, das ich nie erlebt habe. Aber wirklich, also die Erinnerungen kommen immer wieder auf. Mhm. Ja. Gefreut hat sich auch die ganze Familie. Du warst ja mit der ganzen Familie da. Die Grossmama war da, die Mami, der Papi, die Schwester auch, oder? Also mein Papi und meine Schwester waren nicht da. Meine Schwester hat Kinder und konnte aus diesem Grund nicht kommen. Mhm. Und mit dem Papi habe ich keinen Kontakt, wie man so weiss. Genau, eine grosse erste Geschichte. Ich glaube, deinen Start den hast du hart verdienen. Ja. Medial hat man doch relativ alles, was so an Geschichten hergegeben hat, ins Leben, hat man medial verbraten. Und eine davon war eben die Geschichte mit dem Papi. Mhm. Ja, was stimmt denn jetzt? Man hat x-mal jetzt ja gehört, du hast keinen Kontakt. Mhm. Er hat sich dann selber auch geäussert. Mhm. Was habt ihr jetzt für eine Beziehung nach dieser Wahlnacht? Ich habe nach wie vor keinen Kontakt zu ihm. Wir hatten kurz Kontakt bei der Misswahl. Also er hat mich gratuliert, er hat mich unterstützt. Und das ist etwas, was mich auch sehr freut. Aber nach wie vor habe ich keinen grossen Kontakt und möchte ich eigentlich auch nicht. Aber wieso denn? Ist ja dein Papi? Ja, es sind genug Sachen vorgefallen, aber ich glaube, das muss jetzt nicht die ganze Schweiz wissen. Es gibt viele andere Familien, die sich trennen und das weiss ich auch nicht die ganze Schweiz. Und das ist etwas, wo ich gerne privat behalten möchte, aber eben kein Kontakt und das wird auch so bleiben. Mhm. Und trotzdem, ich frage mich noch, wie es auch noch verrückt ist, wenn man als 19-jähriges Mädchen keinen Kontakt hat zum Papi, weil Papis ja auch oft Vorbilder sind und auch in so Zeiten, wo es eben auch ein bisschen schwieriger ist, ja auch eine gute Stütze sind. Fehlt dir denn das nicht? Klar fehlt mir eine männliche Person im Haushalt, die mich unterstützen kann. Ich spüre so oft, dass das fehlt, aber ich kann es leider nicht ändern. Und ich habe da gute Unterstützung auch von meinem Bruder. Mhm. Leider wohnt er nicht mehr bei uns, aber er unterstützt mich in allem, wo er kann, wie auch meine Mami. Und da bin ich sehr, sehr dankbar. Und du hast eine Frauen-WG mit deiner Mami. Du hast eine ganz enge Beziehung zu deiner Mami. Sie hat auch schon gesagt, dass das, was du jetzt machst, das ist, was sie auch gerne gemacht hat. Also quasi ihre Träume du schon ein Stück weit ja auch damit erfüllen. Was haben denn ihr für eine Beziehung? Und wieso ist das auch so eng? Ich kann es gar nicht sagen. Das war von Anfang an immer so eng. Ich habe den Kontakt zum Papi nie richtig eng gespürt. Das war immer so, ich war ein Mami-Titi. Mhm. Und das ist bis jetzt so geblieben. Wir sind Freundinnen, wie Mami, Tochter, alles in einem. Ich kann mit ihr wirklich über alles reden. Und das ist etwas, was ich sehr, sehr schätze. Das ist wichtig, dass man mit einer Person über alles reden kann. Ich kann mit ihr über alles lachen, brüllen, alles miteinander. Und das schätze ich.
Und ja, das gleiche Tattoo auch, gell? Das ist so, ja. Zeig mal schnell. Weil das Mäschchen. Was hat denn das für eine Bedeutung? Wir beide sind sehr verspielt und es hat uns einfach das Motiv gefallen. Und dann habe ich es da machen lassen und sie hat es am Nacken hinten machen lassen. Ja. Also ich habe vorher gerade angesprochen, es hat sehr viele Pressegeschichten gegeben am Anfang. Ja. Ich nehme an, das war auch eine recht heftige Geschichte für dich, oder? So mühsam am Anfang. Da ist man mal in der Schweiz, hat das Krönli, das schöne Kleid und nachher schlönt da alle wie wild, einfach nur auf einem ein. Das ist so, man freut sich so, dass man die Krone gewonnen hat und dann bekomme ich sozusagen wieder einen Schlag ins Gesicht. Und es war wirklich kein einfacher Start. Ja, aber über dem muss ich stehen. Und ich habe es gestern auf Instagram schon geschrieben. Also, ich hätte die Krone nicht verdient, wenn ich nicht kämpfen würde. Und ich stehe auf, richte mir die Krone und kämpfe weiter. Und es macht mir nach wie vor Freude. Und ich gehe meinen Weg weiter so. Willst du etwas anderes machen, wenn du jetzt noch mal könntest, nach der Wahlnacht neu loslassen, auch medial? Hast du das Gefühl? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich würde vielleicht anders an die Sache angehen, aber ich würde das Gleiche machen. Also ich würde mich wieder bei der Schweiz bewerben und ja. Ja, ja. Jetzt schauen wir noch mal auf die Straße. Wir fragen da, wir sind von Schweizer. Wer ist eigentlich die Justina Doreen? Das zeigt uns auch immer so ein bisschen, wie sie dich einschätzen. Okay. Da haben wir doch ganz spannende Antworten bekommen zu der Justina. Das ist unsere neue Miss Schweiz. Ich weiss nicht, wie sie heisst, aber ich finde sie mega hübsch. Miss Schweiz, Justina Doreen aus Spreitenbach. Sympathisch, natürlich, hübsche, attraktive Frau. Ich glaube, sie hat ja schon gemodelt. Sie wirkt ziemlich selbstbewusst. Hat doch, glaube ich, auch schon einiges durchgemacht. Sie hat ein bisschen mit Silikon mehr reingetan, als das sie nachher gesagt hat bei der Anmeldung. Finde ich eigentlich schade, wenn man ein bisschen für das steht. Finde ich, sollte man auch ehrlich sein und sagen, das ist jetzt wirklich natürliche Schönheit, oder nicht? Es passt doch in die Welt, oder? Dass man etwas sagt und dann kommt es auch etwas anderes führen. Sie hat jetzt echte Augenbrauen. Ich meine, Kompliment für das. Oder die meisten haben ja nicht mal mehr da. Ihre natürliche Schönheit hat sie trotzdem. Also da kann man so viel nachhelfen, wie man will. Das bringt man auch mit Operationen nicht an. Das ist Natur. Und wenn sie dann halt irgendwie einen grösseren Bauch hat oder so, das spielt überhaupt keine Rolle. Aber sie ist natürlich schön. Ja, Victoria's Secret. Here we go. Victoria's Secret, here we go! Yes! Was macht das, wenn du das jetzt anschauen tust? Was macht das mit dir? Es freut mich extrem, dass ich so eigentlich gut ankomme bei den Menschen und dass so Sachen gehören. Es freut einem. Mhm. Was einfach sehr präsent ist, ist das Thema Brüste. Ja. Was hast du das Gefühl, woher kommt das, dass das so ein grosses Thema ist, dass du deine Oberweite quasi vergrößert hast, dass sich das irgendwie alle gemerkt haben. Auch wenn sie es ja sehr schön einbetten und relativieren. Vielleicht will ich einfach von Anfang an nicht dazu stehen. Vielleicht wäre es besser gewesen, hätte ich von Anfang an gesagt, hey, ich habe etwas gemacht. Aber meiner Meinung nach gehört das nicht, ist das nicht etwas, das die ganze Schweiz muss wissen. Es hat nicht mal meine Nonna gewusst und mein Nachbar weiß es jetzt sogar. Also wenn ich die Post hole, fühle ich mich fast ein bisschen nackt. Aber es ist jetzt halt so, mein Gott. Du, was hat denn Nonna gesagt, als sie das gelesen hat? Sie hat es verstanden, weil es hat einen Hintergrund. Ich bin nicht am Morgen aufgestanden und habe gedacht, jetzt will ich künstliche Brüste, das gefällt mir. Wäre jetzt noch schön, ein Sinski oder so. Ja, nein, das ist nicht der Fall. Ich wollte auch auf keinen Fall künstlich wirken, sondern bei mir ist einfach durch das ganze Mobbing bin ich im Spital und habe nicht mehr gegessen. Es ist mir einfach alles auf den Magen geschlagen und zu viel geworden. Und durch das war noch ganz jung, gell? Das ich war ja 9. Das ist von sehr langer Zeit. Das ist so, ja. Was hat man dann mit dir angestellt, dass du im Spital gelandet bist? Ja, das ganze Mobbing ist einfach. Ich war sehr sensibel und es ist mir einfach zu viel geworden. Man hat mir Bücher zerrissen, mir Eis angeschmissen im Winter, mich immer ausgeschlossen. Und es ist dann einfach zu viel geworden und eben, dann ist die Pubertät hat darunter gelitten. Bei mir ist eine Brust gewachsen und die andere nicht. Und ich habe mich sehr, sehr unweiblich gefühlt, habe kein BH gefunden, das mir passt hat. Und ich habe das einfach anpassen lassen und ich fühle mich jetzt wohl so, wie es ist. Hast du den Entscheid auch mit der Mami gefällt? Ja. Hast du das mit der Mami diskutiert? Ja, das war kein Entscheid von heute auf morgen. Also, es hat auch viele Tränen gekostet und ich habe das mit vielen Personen angeschaut, bis ich das dann wirklich gemacht habe. Und im Nachhinein hat es die, also sag mal, die, das, was du dir erhofft hast, im Sinn, dass du dich als Frau weiblicher fühlst, hat es das erfüllt, die Brustvergrößerung?
definitiv. Also ich fühle mich jetzt fraulich, fühle mich wohl in meinem Körper, so wie ich jetzt bin. Könnte das ein paar Kilometer drauf sein, aber ja. Ich habe schlecht abgenommen in dieser Zeit. Ja. Und trotzdem hat die Brüste viel Ärger eingebracht, jetzt ein Stück weit, ja. Nach dieser ganzen Geschichte. Ja. Du hast zuerst so ein bisschen nicht recht gewusst, ob du etwas sagen sollst. Und dann hat man dich auch mitunter erpresst, ja, was auch keine schöne Geschichte war. Ja. Wer hat dich denn erpresst? Ich möchte eigentlich keinen Namen nennen, aber ja. Man zeigt nicht mit dem Finger auf andere Leute, wenn man selber etwas machen lässt. Ich sage aber Medien, so. So. Man kann einfach sagen, Medien genau, hat mich erpresst. Die Medien hat mich erpresst. Ja. Ich verstehe es nicht. Das ist nichts Schlimmes mit dem 2018. Man stellt mich daher, als wäre ich eine Kriminelle. Und ich hätte jetzt wirklich nicht gedacht, dass ein Gremli-Brust, ein paar Gremli-Brust so eine Welle auslöst. Mhm. Ja. Und das haben wir ja jetzt vorher auch schön gehört. Oder? Es ist in der heutigen Zeit ja auch sehr wohl sehr so, dass sehr viele etwas machen, ja, an ihrem Körper. Einer, der sich auch dazu geäußert hat, ist ein Modelagent aus der Innerschweiz, der auch schon andere Namen behauptet, er hätte sie gefördert. Das sehen viele, ja, nicht so, muss, ja, ich auch dazu sagen. Wie bist du denn zu ihm gekommen? Also ich bin eine Modenschau geschaut von einem Freund von meinem Papi. Mhm. Und dann bin ich so irgendwie dazu gekommen. Und er hat gesagt, ich soll doch mal zu ihm kommen. Er kann mir vieles beibringen. Und ich habe gedacht, warum nicht? Ich lerne gerne Neues dazu, wenn es mich weiterbringt. Aber ich habe dann schnell gemerkt, dass ich an einem falschen Ort bin. Ich habe mit ihm einen Film schauen im Keller. Pretty Woman Film. Was? Ja. Also ich weiß also nicht, was mir das, ja, im Keller, ja, das ist ein Skandal. Ja, ich weiß nicht, was mir das hätte sollen bringen. In der Zeit von MeToo finde ich das, ja, sehr spannend. Ja, das ist ein heikler, ja. Und, ja, dann kommt dazu, dass aber er hat ihn nicht angelangt. Nein, fast. Also er hat mir geraten, ich soll doch meine Oberweite massieren, damit sie wächst, und vieles weiteres, wo ich einfach komisch gefunden habe. Ja. Er hat mich aber nicht angelangt. Ja, hat er nie so Angebots gemacht, sondern hast du selber gemerkt. Ich habe schnell gemerkt, das ist nichts für mich. Und dann bin ich ausgestiegen, und ich glaube, das ist das, was ihn ein bisschen gestört hat jetzt. Ja, definitiv. So, ja, hat sich die Schlagzeile ehrlich gesagt auch so ein bisschen angelöst, ja, wenn man genau, ja, angeschaut hat. Ich würde gerne noch mal schnell zurückkommen, weil das Mobbing-Thema war ja auch dein Thema, das du gesagt hast im Vorfeld der Wahl und auch nachher, dass du möchtest dich dafür einsetzen. Genau. Du hast es auch vorher erzählt, du bist in einem Spital gelandet. Du hast dich sehr runtergehungert auf 23 Kilo, das ist, genau, enorm viel. Hat das noch in der Magensucht geändert? Oder wie bist du aus dem wieder rausgekommen? Also, dass es eben nachher wieder in eine normale Bahn gekommen ist? Ja. Nein, also viele Leute verstehen das falsch und meinen wirklich, ich hatte eine Magersucht. Das war auf keinen Fall so, weil ich immer essen wollte. Aber durch die ganzen Probleme konnte ich nicht können, nicht mögen. Mhm. Aber eines Tages hat mich meine Mami dann aus dem Spital genommen. Ich glaube, der Moment, wo es Klick gemacht hat, ist, wo ich eigentlich eine Magensonde hätte sollen bekommen. Weil, hast du gefunden, jetzt fängst du wieder, ja, an essen? Ja, und dann ist es mit kleinen Schritten, vielleicht eine halbe Banane am Tag, ist es wieder gekommen. Ja, und fein ist, habe ich dann auch die Lust zum Essen wieder bekommen. Und was hast du gemacht in dieser Zeit? Hast du dich begleiten lassen von einem Coach? Oder wie hast du aus dem Dilemma herausgefunden? Weißt du, von diesem Mobbing-Gefühl, ja, auch für dich? Eigentlich nur durch die Unterstützung von meiner Familie. Und ich bin dann auch in die Oberstufe gekommen und mit dem Wechsel von der Schule dann jetzt auch etwas bessert. Neue Gespendli sozusagen der neuen, genau, Schule, die dich, genau, da begleitet. Genau, und das Ganze hat mich stärker gemacht, auch jetzt in meinem weiteren Lebensweg. Es hat mich viel, viel stärker gemacht. Das ist ja meistens so, dass man eben gut aus so Situationen herausnehmen kann. Das nimmst du jetzt auch mit. Das ist, genau, ein Teil wahrscheinlich auch von deiner Energie, definitiv, die du da auch mit an den Tag legen tust. Und trotzdem ist Mobbing natürlich eine ganz verrückte Geschichte. Auch, ja. Wenn man jetzt auch bei dir sieht, das hat ja weitreichende Folgen gehabt. Wie war deine Teenager-Zeit? Bist du ein verrücktes Mädchen oder sehr ein angepasstes? Hast du mal über die Stränge geschlagen? Eigentlich war ich sehr crazy. Also, ich habe viel, also ich hätte gerne viel gelachen durch das Ganze, was war, aber bin ich schon eher ernstig. Aber mit der Familie daheim bin ich immer crazy, vor allem mit den Brüdern. Wir haben es ja sehr, sehr gut miteinander. Wir hatten immer auch ein bisschen Dummheiten im Kopf. Ja. Aber es klingt ja sehr so, als ob du schöne Zeiten mit dem Papi und der Familie daheim gekommen hast, oder? Mit dem Papi weniger, aber mit dem Brüder vor allem. Mit, ja, dem Brüder, der mich immer wieder aus dem Loch rausgeholt und mich zum Lachen gebracht. Ja. Also man spürt, es war nicht so eine Nähe da gewesen, auch zu dieser, nein, Zeit nicht. Ja. Nein, nicht gross. Du, und als Teenager in Ausgang gehen, also man ist ja jetzt noch mal der Teenager, also in Ausgang gehen, mal gut tanzen, ja, Energie abladen, mal, ja, ein bisschen Alkohol trinken und so, das hat es gar nicht gegeben. Alkohol? Nein, ich trinke allgemein keinen Alkohol. Immer noch nicht, gell? Trinkst du nicht? Nein. Rauchst du nicht? Nein, nicht. Aber ich tanze sehr, sehr gerne und bin auch mit Kolleginnen sehr gerne in einem Club tanzen.
Jetzt fehlt mir ein bisschen Zeit und ich muss ehrlich sagen, es ist auch nicht die Welt, wo ich mich wohlfühle. Also in dem rauchigen Club und jeder Begrabstein. Es ist nicht so mies, aber ich tanze sehr gerne, doch. Du, und den ersten Kuss hat es dir schon mal gegeben? Sicher hat es den schon gegeben. Den hat es schon gegeben? Ja, sicher. Auch in Teenager-Zeit? Ja, ja, auf jeden Fall. Ich bin auch schon verliebt, nicht richtig, aber ich hatte schon so Schmetterlinge im Bauch. Das schon. Man versteht viel falsch in den Medien. Das finde ich wichtig. Du. Das gehört zu den Erfahrungen vom Leben. Aber so, so viele Schmetterlinge, dass du dann gesagt hast, den Mann, den würde ich jetzt gerne auch als Partner haben, das ist noch nicht passiert. Das ist noch nicht passiert. Das war nicht eine langfristige Beziehung. Es ist so ein bisschen. Wieso denn nicht? Hat er nicht gepasst? Es hat nie gepasst. Ich glaube, es ist sehr schwierig in der heutigen Zeit, weil ich etwas Ernstes suche und nicht etwas, das nach einem Monat wieder aufhört und beendet ist. Das ist sehr, sehr schwierig, jemanden zu finden, der einem passt. Es wird schwieriger, wenn man in der Schweiz ist, oder? Ja. Noch schwieriger, definitiv. Ja. Wie müsst ihr denn sein, dein Trauma? Was müsst ihr mitbringen? Mir ist sehr wichtig Humor. Dass er Humor hat, ich muss mit ihm können lachen und vor allem über alles reden. Und schöne Augen. Also, er muss mich einfach ansprechen. So eine Sympathie muss da sein. Du hast auch schon gesagt, die Augen sind der Spiegel zur Seele. Das ist so. Was siehst denn du in den Augen der Männer, je nachdem? Ach. Wir fangen lieber nicht an. Nein. Aber hast du schon ein paar Sachen gesehen, die Augen der Männer? Okay, ja, gut. Ich nehme an. Man merkt es schnell. Ja, genau. Aber was er auch muss sein, muss grösser sein als du, gell? Hast du auch schon gesagt. Es ist nicht das Wichtigste. Also ich schaue jetzt nicht unbedingt auf das. Aber es wäre schön. Das ist jetzt ein Zusatzpunkt. Du, irgendwo hast du auch mal gesagt, vielleicht stimmt das ja auch nicht, du sagst immer noch Single, auch wegen Bobby. Das hat keinen Einfluss, also die ganze Geschichte von Bobby. Nein, das ist jetzt kein Einfluss, dass ich noch Single bin. Es macht es mir einfach noch schwerer, dass ich jemandem vertrauen kann. Mit dem, was halt bei uns jetzt passiert ist. Aber das ist jetzt nicht der Hauptgrund, warum ich noch Single bin. Das ist einfach der richtige Idee, der ultimative Mann, der es auch ernst meint und dein Herz erwärmen tut und dir ganz tief in die Augen schaut. Und du nur schöne Sachen in den Augen siehst, der ist noch nicht leider noch nicht. Du, es ist aber jetzt auch ein Gerücht umgegangen, es gäbe einen Mann in deinem Leben. Du hast ja ein cooles Foto gepostet von hinten, sehr clever gemacht übrigens, finde ich super. Ja. Aber ey, das ist nicht der Auserwählte. Willst du wissen, wer das ist? Das ist dein Bruder. Ich habe auch gedacht, der sieht so aus wie dein Bruder. Aber das hast du gut gemacht. Das hast du mir an der Nase umgeführt. Ich wollte eigentlich nur zeigen, dass unsere Liebe wirklich besteht zwischen Brüdern und Schwestern. Aber ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass man ihn nicht erkennt. Also ich meine, man sieht es doch von Weitem. Ich würde auch sagen, dass man das eigentlich müsste, von Weitem sehen. Er hat ganz grossen Stellenwert in deinem Leben, sehr, ja. Das war schon immer so. Ich weiß nicht warum. Es war immer schon so. Wir verstehen uns einfach blind. Ja. Aber 15 Jahre älter, oder? Ja. Und natürlich dann auch so ein Stück weit Vaterfigur, könnte ich mir noch vorstellen. Oder? Dass er auch die Rolle kompensieren kann, wenn es jetzt den Papi nicht so gibt in deinem Leben. Also er ist wirklich alles in einem. Mhm. In Person. Da sieht man ihn übrigens auch. Ja. Deinen schönen Bruder. Er hat auch mitgemacht, gell? Und Mr. Zürich war. Hat dir den Weg vorgegeben. Gell, dass du in der Schweiz sind, das war schon immer dein Traum. Also von klein auf hast du modeln und das Krönchen haben. Woher kommt denn das? Ich glaube auch durch ihn. Er hat ja auch ein bisschen gemodelt und hat mich oft mitgenommen. Dann habe ich das so ein bisschen hinter den Kulissen miterlebt und es hat mir einfach gefallen. Und dann bin ich selber mal, wo ich klein war, entdeckt worden für eine Modenschau. Dann ist das immer ein bisschen weitergegangen und es hat mir immer mehr Spass bereitet. Und dass du eben früh gemodelt hast, ist ein Teil dieser Mobbing-Geschichte, oder? Was ich denke es. Ich denke es vielleicht, dass Eifersucht eine Rolle gespielt hat, dass ich schon gemodelt habe dort. Ja, kann gut möglich sein. Was machst du jetzt aus dem Mobbing-Thema? Du hast ja gesagt, während der Amtszeit wird das ein Thema sein. Du willst das auch aktiv angehen. Ja. Hast du da schon die ersten Schritte initiiert? Oder was kommt da noch in diesem Jahr? Was noch kommt, kann ich gar noch nicht sagen. Also ich möchte mich immer noch dafür einsetzen, aber das braucht halt viel in der Planung. Und da bin ich noch am Planen mit der ganzen Organisation. Aber da kommt etwas. Ich denke es doch. Es liegt mir sehr am Herzen. Jetzt hast du in den Medien auch immer sehr oft gesagt, du seist nicht nur eine schöne Frau, sondern auch eine spannende Persönlichkeit. Wer ist denn eigentlich Justina Doreen? Für was stehst du als Mensch? Also ich möchte eigentlich zeigen, dass ich auch mit Humor viel erreichen kann, dass die Welt ist genug ernst. Ich möchte genau zum Beispiel mit Justina TV möchte ich das ansprechen, zeigen, dass ich mit Humor an die Sachen gehen, auch gleich ernst kann sie ernste Themen im Justina TV ansprechen, so ein bisschen beides.
Hast du aber jetzt noch nicht gemacht, oder? Hast du jetzt mal so die ersten Versuche gemacht? Ja. Mit dieser Fusselrolle, auch sehr humorvoll, ist ja medial auch gross aufgegriffen worden. Und hast aber dort eben auch die Themen aufgegriffen, die dich nämlich nerven, oder wenn man da auf dir rumhocken tut, dass du dann sagst, was wollen wir eigentlich noch erzählen, das Ganze? Genau. Aber wer ist Justina Turin charakterlich? Was bist du für ein Typ Mensch? Sehr liebevoll, also sehr hilfsbereit. Ich bin eine, ich möchte überall helfen, wo ich nur kann. Und wenn man mir am Morgen um 3, 4 Uhr anruft, dann bin ich für die Person da. Das ist, glaube ich, eine der stärksten Charaktereigenschaften, die ich mitbringe. Mhm. Ja, und sonst, wie gesagt, sehr humorvoll. Ich lache gerne. Und wer ist denn das, der am Morgen um 3 Uhr anruft? Ist das eine Freundin? Oder gibt es das überhaupt, eine beste Freundin in deinem Leben? Das gibt es definitiv, ja. Und es hat auch schon eine beste Freundin mir angerufen und meinen Rat braucht am Morgen um 3 Uhr. Und dann bin ich sie abholen, habe mit ihr geredet. Also ja, ich bin gerne für Menschen da. Ja. Mhm. Aber die wichtigste Bezugsperson ist die Mami, oder? Ja. Also wenn, dann schaust du vor allem auch mit ihren Sachen an. Die Mama ist auch Sizilianerin, also ich nehme auch sehr temperamentvoll und emotional. Ja. Sie hat auch noch grosses vor, sie will ein Buch rausbringen, gell? Mhm, das ist wo stehen wir denn da? Ich darf noch nicht viel verraten, aber sie hat viele Bilder gemacht. Es geht ja um den Einrichtungsstil, den wir haben, Schäbischig. Und ja, sie ist dran am Schreiben. Der Einrichtungsstil ist ja auch viel diskutiert worden. Ihr wohnt ein bisschen wie im Merlischloss. Wie kannst du schnell 2, 3 Worte dazu sagen? Wie würdest du den Stil beschreiben, den ihr drin wohnt? Also, wir haben alles sehr, sehr hell. Was man vielleicht nicht weiss, meine Mama hat viele Möbel selber restauriert, selber wieder neu gemacht. Und ja, das Merlischloss, es ist ein Einfamilienhaus. Ich meine, wir haben dort 5. drin gewohnt. Jetzt sind alle ausgezogen. Ich mit der Mami wohne noch alleine drin. Und wir haben es einfach schön eingerichtet, nach unserem Geschmack schön. Das findet nicht jeder schön. Aber uns gefällt es und ich finde das schön so. Ja, es ist aber sehr eine weibliche Einrichtung. Ja. Ein Mann hat fast keinen Platz hier in dem Haus. Ich nehme an, der Papi hat es nicht immer nur toll gefunden. Oder wie ist er über diese Einrichtung zu Gang gekommen? So wie ich das mitbekommen habe, hat er sich auch sehr wohl gefühlt bei uns. Ja, er hat das akzeptiert. Ihm hat das auch gefallen. Ja. Würdest du auch so einrichten, wenn du jetzt ausziehst? Ich denke, ich würde einen Mix machen von beidem. Ein bisschen das Moderne und ein bisschen das Schäbische reinbringen, das Helle, Verspielte. Mhm. Aber ja, wenn ich einen Partner habe, schaue ich auch, dass er sich wohlfühlt. Das ist ganz klar. Das ist sehr wichtig. Du ausziehst aber noch kein Thema? In diesem Jahr nicht. Ich habe vor dem Missjahr eigentlich Wellen ausziehen, aber in diesem Jahr nicht. Jetzt ist gerade eine gute Möglichkeit, auch zum Sparen. Und ich meine, es wäre ja blöd, wenn ich ausziehe und meine Mami ist allein in einem Haus. Ein riesiges Haus, ja, oder? Ja. Wir haben beide den Freiraum, den wir brauchen, und das ist super so, wie es jetzt ist. Mhm. Das wird sicher irgendwann einmal kommen. Es wird wahrscheinlich auch nicht ganz einfach sein, sich dann abzulösen, oder? Da ihr ja auch sehr eine enge Beziehung habt. Oder? Es ist schon noch mal ein Schritt ziehen, auch für dich, oder? Ich denke es, aber wir werden sicher nach wie vor dann in Kontakt bleiben und uns oft sehen. Das wird klappen. Das ist dein ganz grosser Traum, ist ja zu modeln, auch bei Victoria's Secret. Da gibt es unter anderem auch schon Bilder. Wir schauen mal schnell auf dein Instagram-Profil. Okay. Weil da hast du mitunter auch schon, jetzt muss ich das ganz schnell suchen, Shows gelaufen in Unterwäsche. Es zeigt ja auch, du fühlst dich mit deinem Körper heute sehr, sehr wohl. Also zumindest wirkt das so. Ist das auch so oder wirkt das nur so? So, da haben wir es. Das war eine Unterwäsche-Show, ich glaube in Zürich, gell? Genau. So. Wieso Victoria's Secret? Also diese Show kann man glaube ich, mit keiner hier in der Schweiz oder sonst auch in der Welt vergleichen. Mit diesen unglaublichen Flügeln. Es ist eine tolle Atmosphäre, stelle ich mir das so vor. Und es ist einfach ein Ziel, das ich habe. Es ist ein grosses Ziel. Ich hätte einen langen Weg dorthin. Aber ich glaube, wenn ich es nicht versuche, weiß ich nicht, wie weit ich kommen würde. Mhm. Also ich würde es sicher versuchen. Ein grosses Thema beim Thema Modeln ist ja dann immer, sich ein bisschen verändern zu lassen. Du hast immer wieder das Thema mit deinen Haaren. Ja. Dass ganz viele gesagt haben, vor der Wahl und jetzt noch in einem Nachgang zu der Wahl. Die Haare die müssen ab, also nicht ganz ab, aber sie müssen gekürzt werden. Da bist du ja nicht wirklich kompromissbereit. Es kommt ein bisschen darauf an. Also für Victoria's Secret würde ich es kürzen. Es kommt immer ein bisschen so darauf an, für was. Aber eigentlich würde ich schon gerne meinem Typ treu bleiben und die langen Haare behalten. Aber so ein bisschen Haar lassen ist keine Option, um eine Modelkarriere zu machen. Eventuell. Also ich lasse mit mir reden. Wenn jemand einen Vorschlag bringt, höre ich den sehr gerne an und entscheide mich dann. Ja.
Ist das auch ein Charakterzug von dir, so ein bisschen stur sein, ganz genau wissen, was du willst? Ich bin Sternzeichen Stier, also ich bin stur, definitiv. Ich weiß genau, was ich will im Leben und ich tue das ganz genau anstreben. Ja. Also so die Ecken und Kanten, die immer heisst, hättest du eigentlich nicht, ja. Aber die sind durchaus sehr präsent. Ja. Wie geht es Mami mit dem um? Es ist nicht immer einfach, das muss ich auch zugeben. Es ist bei uns nicht immer alles Frieden, Freude, Eierkuchen. Vor allem eben das Temperament ist bei beiden da. Mhm. Aber wir wissen gut, mit dem umzugehen und das klappt schon. Aber zickig bist du nicht. Cut! Cut, cut, cut! Doch, ein bisschen schon. Ein bisschen schon, ja. Aber es gehört ja auch zu einer Frau, die ein genug hat. Ich glaube es, ja. Also, wer ist das nicht? Wie äußert sich das, wenn du so ein bisschen zickig bist? Ich kann es nicht sagen. Also, wann bist du denn zickig? Ja, wegen den Haaren wahrscheinlich, oder? Dann, ja. dann kommt das dann wahrscheinlich zum Tragen. Gibt es sonst noch Themen, die du zuerst so ein wenn ich etwas unbedingt will und ich es nicht bekomme, oder wenn ich bin sehr, sehr ungeduldig, dann werde ich auch schnell zickig. Oder wenn ich nicht essen kann. Schönheit ist natürlich das, was dich auszeichnet. Das haben wir vorher auch unter anderem gehört im Einspieler. Wie viel Zeit hast du aufwenden für deine Schönheit? Nicht viel. Viel meinen, ich habe zwei Tage, um meine Haare zu waschen. Ich habe genau, mit den Olivenöl, Kuchen und so, was man da alles liest. Ja, das mache ich nicht immer. Das machst du dir? Nein. Ich habe 10 Minuten, um meine Haare zu föhnen. Also, es geht recht schnell. Und am Morgen das Tages-Make-up schnell. Geht insgesamt vielleicht 20 Minuten mit Anlegen und allem. Also gar nicht so ein grosses Prozedere am Morgen früh. Nein. Was machst du denn, um deine Schönheit zu erhalten? Ich schaue, dass ich sehr viel Wasser trinke, das gibt schöne Haut, viel Schlaf, aber ich komme leider nicht immer zum Schlafen. Ja. Sport machst du auch? Leider nicht. Gar nicht? Nicht mehr so. Ich habe ich doch gemeint, du machst so etwas hier in deinem Reifen rein, das hat ja. Unglaublich kompliziert ausgesehen. Ja. Das mache ich schon länger nicht mehr. Vor allem gibt es sehr viele Flecken und Aufschürfungen. Und, ja, also ich müsste wieder komplett neu anfangen und das ist auch etwas, das schmerzt. Es ist nicht immer gut, wenn man Shootings hat und verfleckt ist. Darum momentan nicht. Ich bin jetzt eher am Schauen, dass ich wieder ein bisschen zunehme. Ja. Genau. Und wenn man eigentlich auf dein Insta-Profil schaut, hat man das Gefühl, du isst ja unglaublich viel Süßes, ja. Weil Nutella ist ja allgegenwärtig, ja. Das spielt auch unter dem Bett. Ist aber auch hier präsent. Und weiter oben gibt es nämlich auch noch weitere Teaser. Was mir aber auf deiner Insta-Seite auch auffällt, ist, sind die zwei Bilder. Das war ein riesiges Thema in den Medien. Deine Lippen, ja. Wo man sieht, dass die als Kind ja eigentlich auch schon sehr voluminös ja. Sind. Und man eben zu deinen jetzigen Lippen aussieht, ist schon grauhaft mühsam, dass man irgendwie wie so alles muss offenlegen muss. Und du dann schlussendlich auch so Beweis musst antreten. Ja. Oder? Schon ein bisschen mühsam, aber ich habe es jetzt einmal bewiesen mit einem Kinderbild. Jetzt ist es gibt immer noch Leute, die mir das nicht glauben. Meine Lippenfarbe sei nicht echt und Kontur sei nicht echt. Und mein Gott. Also ich fange gar nicht mehr an, mich zu rechtfertigen. Ich weiss, es ist echt und das reicht. Genau, das finde ich doch auch. Du, was man jetzt darauf nicht sieht, weil das Foto nicht mehr da ist, ist der mögliche Partner, der gibt es nicht, das ist dein Bruder. Ja. Aber eine Familie, wäre das ein Thema für dich? Auf jeden Fall. Ich bin ein Familienmensch und ich würde sogar sehr gerne früher Mami werden. Oh, von zwei Kindern am liebsten. Sehr, sehr gerne. Aber eben, der Partner fehlt noch. Du, aber dann müsstest du bald anfangen, den Mann suchen, oder? Ich suche nicht, ich lasse auf mich suchen. Ja, ja. Aber ich nehme an, Mami würde ganz genau anschauen, ob es der richtige wäre. Ja, der muss unter die Lupe genommen werden. Du musst mal zuerst heimbringen. Und dann, was würde sie denn so wollen, dass der mitbringt? Nein, ich denke, wenn ich glücklich bin, akzeptiert sie das auch. Auf jeden Fall. Und das ist die Hauptsache. Mhm. Ja, ja. Aber früh Mami werden, was heisst das mit 21, 22? Nein, so nicht. Aber ich denke, so mit 4, 25 ist sicher das erste Kind. Aber eben, ich glaube, du, das so ist schon jetzt, bald. Du, so noch 5 Jahre. Du musst aber noch Gas geben mit der Modelkarriere. Ja. Du, wieso klappt denn das im Moment nicht mit deinen Modelagenturen? Ja, man sagt mir, ich bin zu unwandelbar, man kann mich nicht verändern. Ich bin anderer Meinung. Ich habe schon ein paar Shootings gehabt, habe auch andere Facetten von mir gesehen. Auch komplett ungeschminkt und Haar ganz anders. Also ich bin der Meinung, man kann mich gut verändern. Mhm. Ja. Aber es wäre nach wie vor ein grosser Traum, können, nach dem Jahr auch als Model durchzustarten. Also was sicher ein Traum ist, die Moderation. Ja. Ich würde gerne moderieren und vielleicht einfach nebenbei ein bisschen Werbekampagnen machen, sonst Mode schauen. Also das Model immer ein bisschen nebenbei behalten.
Mhm. Ja. Da hast du schon den ersten Schritt gemacht. Das Justina TV haben wir vorher darüber geredet. Also, du bist fleissig selber jetzt auch am Üben und dich ausprobieren, was ich super finde. Hast du denn auch über all die Angebote, die so reinkommen, hast du ein unmoralisches Angebot bekommen, du als Person? Ja. Also, mögliche Männer, die sich anbieten oder anbieten, muss ich sagen, als mögliche Partner und Kindsvater. Und das nicht, aber viele wollen meine Schuhe oder Unterhosen oder was auch immer von mir für Geld. Das würde ich nie machen. So Fetischisten, ja, so ja. Fuß. Ja. Fetischisten. Ja, also wirklich ganz komisch. das würde mir, glaube ich, ein bisschen Schiss machen. Ja. Ja, die nicht. Also, momentan geht es noch. Ja. Doch. Hey, und das, was machst du mit dem? Das sagst du mal Mami. Nein, ich ignoriere es einfach. Ich gehe gar nicht darauf ein. Am besten gerade blockieren. Das ist der Vorteil von Social Media. Ja. Du bist ja sowieso ins Zeitalter von Social Media geboren, wo so Plattformen unglaublich wichtig sind. Du machst es auch super. Mittlerweile bist du fast bei 6'000 Followers. Ja. Ist das allenfalls auch ein mögliches Ziel oder Berufsziel, so ein bisschen mehr Richtung Fashion-Blogger oder so zu gehen? Ja, definitiv. Das macht auch sehr Spass, wenn man Kleider anlegen und die fotografieren und posten. Das ist etwas Cooles und das ist auch eine Richtung, die mich interessiert. Mhm. Ja. Das ist ein wichtiges Jahr jetzt, oder? Wo du das auch nutzen musst, oder? Ja. Jetzt geht das erste Jahr wieder mit einer neuen Organisation. Genau. Wo du auch viel mittragen musst. Das ist auch ein bisschen Verantwortung für dich. Spürst du das auch so? Ja, es ist auch ein gewisser Druck, den Brand wieder aufzuholen, weil es ist wirklich für beide neu. Nach 2,5 Jahren, wo es keine Wahl gegeben hat. Aber es ist ein schöner Druck. Ich mache es wirklich gern. Und ja, es ist doch schön, wenn man am Morgen aufstehen kann und Freude hat an dem, was man macht. Das ist das Wichtigste im Leben. Ich glaube, dass man Freude hat an dem, was man machen muss. Ja. Ich habe noch 2-3 Sätze, die du fertig machen musst, zum Schluss. Okay. Ja, wir mal schauen, wie schnell und spontan du bist. Okay. Ich bin glücklich, wenn meine Familie bei mir ist. Das letzte Mal brüllt, Hani? An der Weihnacht. Mhm. Ja, es sind mir schon ein paar Tränen gekommen, die ich gewonnen habe. Es war ein sehr emotionaler Moment für mich. Ich bin allgemein sehr emotional. So, sehr emotional? Ja. Ob vor Fröhlichkeit oder Traurigkeit, ich bin sehr nah am Wasser gebaut. Ihr Wort. Ja. Ja. Das wäre meine nächste Frage. Wann warst du das letzte Mal so richtig traurig, wie du traurig warst? Traurig? Ich denke, dass dort, wo der Start so ein bisschen schwierig war. Mhm. Weil ich nicht mit dem gerechnet habe. Aber eben, Trauer lasse ich hinter mir, ich schaue führen und jetzt bin ich wieder glücklich. Hast du nicht gedacht, jetzt tue ich es wieder auf, jetzt können wir alle am Rand zu holen? Nein, niemals. Ja. Ich gebe die Krone nicht mehr an. Höchstens in einem Jahr. Du musst sie wieder abgeben. Dann ja. Vorher gebe ich sie nicht ab. Welche 3 Sachen würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen? Oh, jetzt muss ich es wieder sagen. Nutella. 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 Eine Hängematte. Nein, meine Mami kann auch mal daheim bleiben. Und was noch? Ich finde es gut, du bist dich gerade am Emanzipieren von deiner Mami. Ja, also ich habe meine Mami wirklich gerne, aber es ist jetzt nicht, dass sie mir immer im Rockzipfel hängen muss. Oder ich ihr. Ich habe sie wirklich gerne, aber das ist auch gut. Ist das auch ein Gefühl, das sich immer mehr entwickelt tut? Also, dass es auch mal gut ist? Ein bisschen. Ich glaube, die Medien sind die, die meinen, hey, ich kann gar nicht mehr ohne Mami. Und, also, nein, so ist es dann wirklich nicht. Du bist nicht abhängig von Mami. Das ist eine Klischee, die man jetzt auch schon medial so betoniert hat. Ja, das ist wirklich nicht so. Und ein Küsschen würde ich mitnehmen. Ein Küsschen? Was machst du mit dem Küsschen? Ja. Schlafen? Ich schlafe gerne. Unter der Palme schlafen? Ja. Mit welchem Menschen würdest du gerne mal einen Abend verbringen? Ist eine gute Frage. Also, wenn es eine weibliche ist, dann Adriana Lima. Weil sie so ein Vorbild ist für mich. Und ich würde sehr gerne mal mit ihr ein bisschen diskutieren und reden. Ja. Was würdest du sie denn fragen? Wie sie ist auf dem Laufsteg von Victoria's Secret und allem? Ja, es gibt so viele Fragen, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Mhm. Etwas, was du abgrundtief hassen, was ist das? Ungerechtigkeit. Mein Name sogar bedeutet Gerechtigkeit. Und das ist etwas, was mir wichtig ist. Wenn jemand unfair behandelt wird, wird ich aggressiv. Mhm. Ja. Hast du so eine richtige Ungerechtigkeit schon erlebt in deinem Leben? Ja, also jetzt gerade, ich werde so ein bisschen in einen Topf geworfen und in ein falsches Licht. Und ich finde das ungerecht und ich konnte mich dazu lange nicht wehren. Jetzt habe ich die Chance bekommen, auch zu sagen, wie ich das anfühle, wie es wirklich ist. Mhm. Ja, es ist schon oft vorgekommen, dass ich ungerecht behandelt worden bin und das mag ich gar nicht. Und vor allem, wenn es jemand anders ist, der mir auch am Herzen liegt, dann setze ich mich sehr gerne für den Menschen ein. Also wenn du das eigentlich quasi auch bei anderen gesehen hast? Ja, definitiv. Ein Traum von dir ist?
Victoria's Secret Model werden. Das kommt immer. Aber sonst definitiv Familie irgendwann. Das ist etwas Wichtiges. Wenn du einen Tag lang dein Leben könntest tauschen mit jemand anderem, wer wäre das? Wow, das ist eine gute Frage. Oh, ich weiß es nicht. Jetzt niemand. Ich denke, Adriana Lima, denke ich ja, mal. Oder so. Ich glaube es, aber ich bin sonst so rundum zufrieden mit meinem Leben. Ja. Wenn du etwas verändern könntest in der Welt, was wäre das? Kein Krieg mehr, kein Streit mehr. Oder dass, dass alle Menschen genug zu essen haben. Keine Hungernot mehr, ja. Das ist doch ein gutes Schlusswort. Oh. Justina, vielen herzlichen Dank für deine Offenheit, dass du uns einen Einblick gegeben hast in dein Leben und auch in dich. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Alles Gute für die Zukunft. Danke viel. Du wirst es noch rocken, da bin ich überzeugt. Ich hoffe es doch. Danke viel mal, Claudia. Sehr, sehr gerne. Und ja, uns gibt es am nächsten Mittwoch dann wieder um 8 oder um 10 Uhr. Schaut rein, bis dahin eine gute Zeit. Habt euch Sorge. Ade miteinander.